Huh! Hohohoho. Tja, Leute. Könnt ihr euch denken, wer es ist? Es ist. What? You don't recognize me from the pictures? Gorgeous Gary Golden? You tell me you missed Pirate Town or Tap Hotel? Not before your time, eh, boss? Well, those days are long past. Nowadays it's just Gary. Von Nosferatu richtig edel angezogen. Ich bin entzückt. Wo ist denn jetzt das angekommen? Where did it go? That thing seems to get around more than Mae West. Why might I ask, should I give you that information? Weil ich ihnen diesen Chimisken vom Hals geschafft habe. Oh, my hero. It had not been for that damn Shemisi, you'd still be searching under rocks for us. It was hardly a favor, but I know where your prince's prize is. There's very little that doesn't leak down into this place. Tell me, boss, you ever gone up against a Quajin? Was reden wir? Eins, zwei, drei. Was ist Quajin? The Quajin are vampires. But not like kindred, sometimes known as the vampires of the East. But they ain't kin, boss. They're just someone else that, if you ain't being careful, might give you the final death. Erzählen Sie mehr. Even for old Gary, there ain't much more to tell. You see, I sent an agent, Barabbas, to snoop around Chinatown, do a little hacking, make a few contacts. But he hasn't been calling lately, and it's breaking my heart. Ich verstehe nur leider wohl. Drittens. Welcome to Undeath, boss. Ain't it a hoot? You up for a little trip to Chinatown? You're in no danger there. Me? Best you don't mention my name there, boss. That's the going rate for my info right now. You get our chum back from Chinatown. I'll give you what you need. Hey, save yourself some time, boss. You've got no bargaining power. I know Chris is breathing down your neck every second you keep him from his prize. Close your mouth, chew on the resentment, and open your ears. The Golden Temple in Chinatown is a piss-poor copy of a real place. Looks like it'd be more at home in a theme park. That I saw is where you'll find the leader of the LA Quajin. They call her Ning Zhao. Sounds dangerous. No, this ain't a suicide mission, boss. You'll be more of a curiosity than a threat. Talk to Zhao. Ask him where my boy is and get him back. Once he's safe, I'll tell you everything you need to know about the sarcophagus. Not that I know of. It's like the eye of a hurricane right now. Don't make those winds blow, boss. Let's see what I got. Use your head and your eyes. Chinatown's more liable to offer you than 10 Hollywoods, but not if you're smart. Zwei. Forget it, boss. It's Chinatown. Not that I know of. It's like the eye of a hurricane right now. Don't make those winds blow, boss. Eins. Let's see what I got. Use your head and your eyes. Chinatown's more valuable if you're not smart. Okay, na schön, ich gehe. Of course. What kind of a monster did you do? Zwei.
Whatever you say, boss. Remember, boss, that's their kingdom. Start testing them. You won't like the results. Just get our boy back. Miss me, boss. So, Leute, wir haben zu lange geschweigt. Wir haben zu lange gewartet. Aber wir haben nun einige Aufträge bekommen. So. Aber letztendlich hat sich es gelohnt. Und wir können nun endlich raus aus dem Untergrund. Ich hab genug von Untergrund, ey. Genug von Kanalisation. Viel zu dunkel hier unten. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Und Leute, nur so viel dazu. Jetzt kommt die größte Verarsche der Welt, wo wir rauslanden werden. Spinnweben. Eine Tür. Was könnte es sein? Ein Abgrund. Eine Tür. Schon wieder ein Abgrund. So, eine Tür. Ja, wir sind in der Friedhofskapelle. Da ist Eingang der Nosferatu. Und da gegenüber, in diesem Türchenbereich, war das Video, Horrorvideo Teil 1. Ironie, oder? So, was laber ich für einen Scheiß von mir? Das ist einfach nur böse. Das ist gemein. Naja. Wir waren so nah an den Nosferatus und haben es nicht mal gewusst. Epic Fail. Ich wollte gerade sagen, war es immer noch abgeschlossen. Das ist ein Robotzeug in dem Moment noch früher. Eins. One comes up, did come out, never comes down. TV gets a lousy reception. Hallo, was ist denn da? Swell. Bis dann. Gleich sind wir wieder unter den Lebenden. Endlich. Können wir auch gleich unseren Blutvorrat ein bisschen auffrischen, oder? Ja. Deswegen ja. Ui. Hättest du was gesagt, dann hätte ich dir eins gegeben. Oder mehrere. Oh, endlich wieder ein Zivilisation. Civilization. Ich werde mal. Geht es, wenn wir zu Isaac Abraham gehen? Und die eine Golems bisschen. Wow! 13 Erfahrungspunkte. Heimlichkeit brauchen wir auf alle Fälle. Verschleichen. Nehmen wir die eine Mission. 4 Erfahrungspunkte. Die können wir für Wahrnehmung ausgeben. Oder für Finanzen oder Nachforschung. Und Wahrnehmung, was bringt das? Fernkampf und Sinneswahrnehmung. Aufträge. Ja. Der Prinz will den Sarkophag. Sofort! Ja. Oha. Ein Spion für den Spion. Vorbildlicher Bürger. Was sind jetzt? Ja. Ja, für meinen Chinatown. Auf dem Session Apartment. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ja. Aber da brauchen wir extrem viel Heimlichkeit. Auf dem Königsweg gehen wir erstmal zu Isaac. Ja. Der ist auf der anderen Seite der Stadt. Hab ich jetzt auch bemerkt. Jo, soll ja nicht. Wie heißt. Niederträchtig oder negativ klingen. War nur ein Hinweis. Okay.
Zeit ist Schluss. Normalerweise musst du bis 16, 17 Uhr arbeiten. Diesmal muss 10 nach 18 Uhr und Arschloch hat sich immer noch nicht gemeldet. Toller Freund, oder? Gott. Ne? Und dann werden wir noch ein Beispiel haben, warum ich sage, ich bin ihm nicht wichtig. Nein. Ja. Yeah! Danke, Isaac, das war schön.